Es geht um Organspenden unter der Schlagzeile Vorsicht Mord. Nun sind ja Organspenden eigentlich was Gutes. Man hilft anderen Menschen. Es ist moralisch verwerflich, seine Organe vielleicht nicht herzugeben. Und außerdem betrifft es ja auch nur Hirntote. Wieso Mord? Das scheint mir eines der großen Tabus zu sein. Und wir wollen dieses Tabu attackieren. Wir hatten letztes Jahr einen kleinen Organspendeskandal. Und zwar ging es da darum, dass Empfänger von Spenderorganen, Empfängerlisten manipuliert wurden, sodass einige Leute Organe früher bekommen haben, andere haben sie spät oder vielleicht auch zu spät bekommen. Das ging etwa im Sommer 2012 durch die Medien, als ob der Hauptskandal auf der Empfängerseite liegt. Worauf unser Artikel von dem renommierten Sachbuchautor Gerhard Wisniewski aufmerksam macht, dass das größere Problem bei der Spenderseite liegt, also bei der Organspenderseite. Wir werden jetzt von der Politik dazu gedrängt, alle über Organspendeausweise unsere Bereitschaft zu erklären, im Falle unseres Todes unsere Organe herzugeben für die Transplantation. Das wird als Menschenfreundlichkeit verkauft. Das riesige Problem ist, dass Organverpflanzung nicht möglich ist bei Entnahme aus Leichen. Dann sind die Organe kaputt. Die können nicht mehr verpflanzt werden. Organe müssen lebendfrisch verpflanzt werden. Und um dieses Dilemma zu lösen, hat man den Hirntod erfunden. Das gab es ja früher nicht. Es ist eine relativ kurze, juristisch pseudowissenschaftliche Definition, dass es neben dem richtigen Tod, wo das Herz aufhört zu schlagen, dem Exitus, auch den Hirntod geben soll, wo das Herz ja weiterschlägt und festgestellt wird, aber das denkende Organ im Kopf arbeitet nicht mehr. Und dann können die Organe lebensfrisch entnommen werden. Das Problem ist nun, wie Gerhard Wisniewski in unserem Artikel aufzeigt, dass der Körper eines Hirntoten, weil er eben nicht tot ist, immer noch Schmerz empfindet und deswegen der Akt des Aufschneidens und der Entnahme für diesen armen, noch lebenden Sünder schrecklich schmerzlich ist. Und jeder, der jetzt so einen Organspendeausweis unterschreibt, muss damit rechnen, dass er im Falle eines Hirntodes auch auf diese brutale Weise malträtiert wird, um sein Herz, seine Niere, seine Leber oder was auch immer rauszureißen. Hinzu kommt, dass Untersuchungen zeigen, 60% der sogenannten Hirntoten könnten wieder reanimiert werden und ins volle Leben zurückfinden. Aber wenn ihnen in der Zwischenzeit das Organ rausgerissen wird, dann sterben sie allein daran schon, weil ohne Herz kann man nicht weiterleben. Und das ist der Mordfall. Der dritte Punkt, der hinzukommt: Hirntod an sich ist schon fragwürdig. Aber man möchte zumindest, dass er dann auch ordentlich festgestellt wird. Dazu gibt es ausgeklügelte Verfahren, die über längere Zeiträume, da geht es nicht um wenige Stunden, sondern um mindestens 12 Stunden oder auch mehrere Tage, festgestellt wird, die Hirntätigkeit ist zum Erliegen gekommen. Über ein sogenanntes EEG. Nicht EKG wie beim Herz, sondern EEG. Gerhard Wisniewski kann aufgrund von Augenzeugenberichten, von Aussagen von Hinterbliebenen, dieser grässlichen Amputationen oder Transplantationen darauf hinweisen, dass eine ordentliche Feststellung des Hirntodes in vielen Fällen unterblieben ist. Also erstens ist der Hirntod
eine bestialische juristische Erfindung, die mit medizinischen Erkenntnissen kaum korreliert. Und zweitens, zusätzlich wird der Hirntod gar nicht sauber festgestellt. Oft. Und in dem Zusammenhang ist eben der Mordverdacht naheliegend. Man muss auch das Ganze mal ethisch sich überlegen, welchen Sinn sollte es machen, einen dem Sterben nahen, bei einem Verkehrsunfall Verletzten, ein Organ rauszureißen, um einen anderen des Sterben nahen, dahinsiechenden, vielleicht Nierenkranken oder Herzkranken, mit diesem Spenderorgan zu retten. Warum lässt man den einen sterben oder gibt ihm noch einen Tritt über die Todesschwelle, indem man ihm lebenswichtige Organe rausreißt, um den anderen zu retten? Warum ist das eine Leben weniger wert als das andere? Und da sind wir jetzt beim Profit. Weil natürlich diejenigen, die diese Organe wollen, sehr hohe Preise bezahlen. Es ist eines der lukrativsten Geschäfte der modernen Medizin. Und insbesondere, es geht nicht nur um die Honorare für die Ärzte und die Klinikaufenthalte und die Nachbehandlung und so weiter, sondern es geht zum Beispiel auch um Medikamente. Das heißt, dass Medikamente gegen die Abstoßung von Fremdkörperorganen verabreicht werden müssen. Und das ist einer der lukrativsten Märkte in der Gegenwart. Das heißt, man hebelt hier ethische Prinzipien aus, ersetzt traditionelle Begriffe wie Tod durch schwammige Begriffe wie Hirntod, quält Verwundete unnötig grausam und gibt ihnen den Todesstoß, was man auch als Mord bezeichnen könnte, nur weil damit sehr, sehr, sehr viel Geld gemacht werden kann. Eigentlich unfassbar. Und sehr wichtige Information, die ja dann demnächst, wenn wir alle aufgefordert werden, uns zu entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Bitte nicht diesen Organspendeausweis beantragen. Das könnte Ihnen das Leben kosten im Zweifelsfall. 60% der sogenannten Hirntoten könnten vollständig reanimiert werden.